Heute, was geht ab, Leute? Hunger? So, setzen wir uns erstmal. Ich hatte heute Frühschicht. Ich bin tot, Mann. Und später noch Livestream. Und dann morgen wieder Frühschicht. Das wird echt hart. Auf jeden Fall. Das Thema heute ist PvP schon wieder. Aber ihr wisst ja, am Sonntag war ich essen mit den Jungs. Hab denen ein paar Fragen gestellt. Wir haben zusammen ein paar Sachen gedreht. Eins der Videos, warum sie aufgehört haben. Wieso ihnen das Spiel nicht mehr so taugt, wieso sie nicht mehr so aktiv sind. Dann habe ich sie natürlich auch gefragt, was sie von PvP halten. Und letztens habe ich auch eine Vergleichsreihe mit Jurassic World Alive und dem Kollegen Stormy gemacht. Das erste Video kam ganz gut an, dann das zweite nicht mehr so, weil ja, da stand Jurassic World Alive im Titel. Dann haben die meisten Leute gar nicht mehr drauf geklickt, obwohl es eigentlich ziemlich gut war. Ich meine, ich hätte Jurassic World Alive gar nicht erwähnen müssen. Ich hätte einfach schreiben können, die Fehler von PvP in Pokémon Go oder so. Oder, was kann PvP in Pokémon Go besser machen? Vom Inhalt her wäre es dasselbe. Und da hätten wahrscheinlich mehr Leute zugeschaltet oder eingeschaltet, weil nicht Jurassic World Alive im Titel steht. Das schreckt irgendwie die meisten Leute einfach so ab. Aber kein Problem, ich habe die Kernessenz. Das Wichtigste aus diesem, wie lange dauert denn das Video? 26 Minuten Video habe ich für euch ausgeschnitten. Und das Problem von PvP kann man wirklich in diesem kurzen Clip, den ihr gleich sehen werdet. Das ist einfach die rohe, wirklich ehrliche Reaktion von ihm auf PvP und was ich ihm so über PvP erzählt habe. Und daran merkt man einfach, und auch an der Reaktion und der Meinung der Jungs, da merkt man einfach, was PvP fehlt. Das heißt, mir würden, wenn ich, das heißt, mir wäre es ja egal, ob ich verliere oder gewinne, weil ich das Gleiche bekomme. Ja, das ist es. Oh, das ist aber echt, das ist lame. Sorry, aber das ist, okay, das wusste ich noch gar nicht. Genau so ist es. Ich brauchte dir nicht sagen, das musst du einfach auf deine Videos sehen. Aber echt, Mann. Alter, der folgt mir schon auf Instagram. Er liked immer die Sachen. Also. Er ist echt ein guter Supporter. Ich schaue mir auch alles an, aber ich like halt leider nichts, oder? Brauchst du nicht. Oh mein Gott, super, Alter. Brauchst du nicht, Mann. Ja, ich like schon. Der hat doch 1000, der ist gehypt ohne Ende, oder? Ja, jetzt, wir haben eine klasse Community. Auf jeden Fall sind die. Es wären eigentlich geil gewesen, Alex wäre auch am Start gewesen, aber Alex ist zu Hause und spooft sich hier. Auf jeden Fall, wir haben ein bisschen über alte Zeiten geredet. Meistens natürlich Yu-Gi-Oh!, aber auch Pokémon. Wir haben zwei Themen. Das dementsprechend seht ihr zwei Videos. Das erste. Ich weiß gar nicht, worüber wir zuerst gehen. Ich denke mal. Also, wir haben gerade über PvP geredet, ein bisschen. Das PvP echt tot ist. Die hat zwei Kämpfe gesamt gemacht. Ja. Ihr kennt meine Videos, ich habe ein Video mit Stormy gemacht, dann wird das mit Jurassic World Alive verglichen. Oh ja, und PvP, da fehlt einfach irgendwas. So, euer Eindruck bisher von PvP, habt ihr da was mitbekommen? Ich habe einen Probekampf gegen Tati gemacht, das war dann mein erster Kampf. Ja. Weiß nicht, danach habe ich gleich direkt mit ihm geschrieben. Er fand es nicht toll, ich fand es nicht gut. Und dann habe ich einen Kampf noch gegen Alex gemacht. Da habe ich einfach meine schwächste Pokémon gegen seine eingesetzt, weil er wollte es halt wegen den Belohnungen machen. Und danach habe ich PvP wieder angefasst. Es hat nicht gereizt, es gibt keine Belohnung, es gibt keinen Anreiz, es zu spielen einfach. Und ich finde es von der Ausführung halt nicht gut. Meine Meinung. Du hast gerade erst erfahren, dass der Gewinner und der Verlierer dasselbe bekommen. Das ist zu schlimm, das habe ich erst danach erfahren. Aber. Heute. Ja, und was ist deine Meinung dazu? Ja, dann bestätigt sich ja das, was ich sage. Es gibt gar keinen Anreiz eigentlich. Das heißt, der eine kann drücken und der andere kann eigentlich verlieren. Wozu? Ich meine, es gibt keine Ligen, es gibt nichts. Ja, ich weiß nicht, wird es irgendwo notiert, wenn jemand gewinnt oder verliert? Es gibt drei Medaillen. Medaillen gibt es ja. Für die Sieger halt, pro Liga. Ja gut, aber man sieht aber nicht, wie oft der andere verloren hat eigentlich. Nee. Ja, schau, das, im Endeffekt, du kannst ein paar Mal gewinnen und ein paar Mal verlieren und dann hast du deine Medaille und dann ist ja scheißegal eigentlich. Ja. Genau, das meine ich. Also es gibt null Anreiz eigentlich. Das hat definitiv einen Bearbeitungsbedarf, aber sonst, nee, ich war echt enttäuscht. Hast du eine Meinung dazu? Ja, ich sehe es genauso. PvP ist, das ist einfach nur draufdrücken, das ist wie wenn du gegen eine Arena kämpfst im Grunde, ja, da gibt es dieses Schutzschild, was es eigentlich bei Pokémon nie gegeben hat, auch jetzt wenn man von den Gameboy-Spielen sieht, ja. Besser wäre so ein paar rundenbasiertes Spiel mit verschiedenen Attacken, was weiß ich, aber ist ja auch egal. Ich finde es auch nicht gut, wie gesagt, gibt es keinen Anreiz, warum soll ich kämpfen, ich kriege 500 Sternstaub am Tag, wenn ich gegen Trainer kämpfe, gegen Spieler weiß ich nicht, habe ich nicht so oft gemacht. Weil man muss sich ja immer irgendwie schreiben, ob jemand spielen kann.
Man kann es nicht in der Freundesliste gucken, zum Beispiel, ob einer online ist, da können wir den anklicken, zum Beispiel sowas, ja, in der Richtung. Weil da muss, keine Ahnung, ob, wie ich dann an so einen Kampf rankomme, dann warte ich auf diese Blöder. Ansonsten, ja, gibt es da Anreiz, weiß nicht. Morgen hat auch selber gemeint, es gibt keinen Anreiz, die Pokémon zu pushen. Jetzt gibt es neue, glaube ich, irgendwas mit Attacken, dass sie gepusht werden und so, aber da käme nicht raus. So, das habe ich zum Beispiel noch gar nicht verstanden, deswegen habe ich dich auch vorhin gefragt. Es ist mega teuer. Und es kostet viel Sternstopp und ja, es kostet auch noch Bonbons. Also er meint die zweite Ladeattacke. Genau. Ja, ich muss ehrlich sagen, mein Sternstopp ist so eine Ressource, die echt gering ist. Ja? Und da muss man noch so viel Sternstopp zahlen für eine zweite Attacke, um beim PvP zu spielen, was eigentlich sinnlos ist. Ja? Das ist Wahnsinn. Ja? Keine Ahnung, also ich finde es nicht gut. Vielleicht überarbeiten sie das, vielleicht machen sie irgendwas Neues. Vielleicht war das nur eine schnelle Ding, damit wir alle glücklich sind vielleicht. Ja, weiß ich jetzt nicht. Und jetzt in den nächsten Monaten oder so hauen sie was anderes raus. Weiß man nicht, keine Ahnung. Wäre auf jeden Fall zu empfehlen. Was würde euch denn motivieren? Also braucht ihr sowas wie eine Liga, so eine Tabelle oder bessere Belohnungen? Ja, Belohnungen auf jeden Fall, weil Belohnungen, also muss ja lohnen. Also momentan gibt's entweder 500 Staub, ja, ein Sonderbonbon oder ein Sinnohstern. Ja, aber ganz ehrlich, ich finde, damit es auch einen Anreiz hat zu spielen, sollte Gewinner und Verlierer nicht das gleiche bekommen. Ja. Okay. Sondern das, man könnte es so machen, dass der Gewinner sich aussuchen kann, was er nimmt, und der Verlierer das andere dann bekommt. Das ist irgendwie so. Beide. Ja, weißt du, wie ich meine? Richtig strategisch. Und ich bin halt der Meinung, sonst hat das Kämpfen ja keinen Sinn. Sonst kann ich ihn drücken lassen, nimm die schwächste Pokémon, so machen wir die Kämpfe auch schnell fertig. Jeder kriegt seine Belohnung und das war's für den Tag. Weißt du, wie ich meine? Ist ja nicht der Sinn davon. Meine Meinung. Also ich finde, man sollte das irgendwie auch dann so handhaben, dass der Gewinner definitiv auch was Besseres kriegt. Vielleicht doppelt so viel Sternstaub, die bessere Belohnung, sowas. Viel mehr Sternstaub. Oder? Ja, viel mehr. Ich meine, 100 oder 1000 ist eigentlich nichts. Weil ich finde auch, wenn du richtig kämpfst, investierst du auch schon ein paar Minuten Zeit. Es ist ja nicht so, dass es schnell fertig ist. Du investierst auch Zeit darin. Ja, und ich finde, demzufolge sollte auch die Belohnung ein bisschen höher sein. Meine Meinung. Oder die machen halt so eine Art Liga. Und das halt dann von der Liga her, wenn man sagt, man spielt das eine Woche über oder sowas, ja. Und dann kriegt man pro Platz, wo man halt ist, in dem Ding bestimmte Sachen. Ja? Zum Beispiel der Erste, der halt wirklich dann sagt, er investiert Zeit, Geld, also Staub und alles, ja. So wie Kyber Cup meinst du, in Duel Links. Zum Beispiel, ja, Mann. Also, Kyber Cup. Zum Beispiel, ja. Gibt's ja in vielen, gibt's Spielen, eigentlich überall. In vielen Spielen gibt's so, gibt's Sachen, ja. Deswegen, sowas wäre auf jeden Fall interessant, denke ich mal, für die Spieler, die viel PvP spielen. Und was ich halt auch gemerkt habe, ist ja auch, was ich auch blöd finde, ist ja, du kämpfst mit deinem Pokémon. Wenn du jetzt schon irgendwie so ein Arena-Kampf ist, sag ich jetzt mal, dann müssten sie ja im Grunde auch sterben. Oder halt, dann musst du sie auch heilen. Ja. Das wäre auch ein Anreiz, weil dann sind sie alle wieder da. Das wäre auch scheiße. Weißt du? Okay. Finde ich jetzt. Ja, da muss man halt die Dorfspieler bedenken, die nicht so viele Stops haben und dann nicht immer beleben können. Ja gut, dann muss man doch wieder mal mehr aus dem Stock bekommen. Also. Übrigens, für die Fans, Tati greift eine blaue Arena gerade an. Ich werde sie parallel natürlich heilen. Hast du so viele goldene Bären? Selbstverständlich. Was sagt ihr von den Leuten, die sagen, dass halt schon recht kompliziert ist mit diesen ganzen Typen und so, und dass jeder, der PvP nicht mag, der sich einfach nur nicht genug damit beschäftigt und sozusagen eigentlich zu dumm ist, um PvP zu checken. Gut, aber ihr kennt es ja halt nur, ich bin ja nur von dem Demo-Spiel ausgegangen. Der Typ hat Vorteil gegen den Typ. Wenn beide ungefähr auf einem gleichen Level sind, ja, vor allem, ich hatte ein legendäres Pokémon. Zapdos ist von den Werten her sehr gut, ja, im Vergleich zu Simsala jetzt zum Beispiel. Simsala, glaube ich, hatte den besten Angriff, ja, von der ersten Gen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Außer Mewtwo halt wahrscheinlich. Digga, keine Ahnung, Mann. Ja, aber Simsala doch hatte einen der besten Angriffe, aber eine Kampfattacke gegen eine Flugattacke und das ist komplett abgezogen hat, verstehe ich nicht, ja. Also, Es hat ja nichts mit Beschäftigen zu tun. Man weiß, dass ein Typ stärker gegen anderes ist, aber in dem Fall, weiß ich nicht, ob das wirklich so ist. Oder ob es was anderes ist, ich habe keine Ahnung, aber... Also der Punkt von diesen Leuten ist ja, manche sagen, also so wie du, dass einfach nur dieses Tap, Tap, Tap ist. Ja. Aber denkst du, es gibt eine gewisse
Tiefe noch in diesem Spiel, wenn man sich mehr damit beschäftigt, mit diesen Effektivität und den richtigen Attacken also, und bla bla bla. Das mag schon sein, das ist ja klar, du musst ja drei Pokémon auswählen, ja, du musst halt dann auch gut auswählen, weil du weißt ja nicht, was der Gegner hat, das ist klar. Das Problem ist, da gibt es ein Schutzschild, ja. Genau, das ist das einzige strategische an dem Spiel. Ja gut, du kannst aber auch immer, du kannst auch wechseln. Also genau. Du kannst auch deine Pokémon wechseln, aber das Problem beim Wechsel ist, dass du dann, dass es dann bis zum nächsten Wechsel sehr lange dauert. Genau, bis du wieder wechseln darfst. Ja? Genau. Plus du musst ja die Specialized wieder aufladen. Genau. Ja, das ist halt das andere. Ich denke mal ein bisschen. Das ist aber auch das einzige Strategie. Mit Sicherheit gibt es da Strategie oder so, aber. Nee, für mich wäre eh zum Beispiel, ich bin der Meinung, es müssten solche typischen Elemente in so einem Spiel rein, verbrennen, Gift, Paralyse, ich finde solche Sachen, Schlaf, alles, ja. Ja, Schlaf und Vereis, das sind Sachen, die eigentlich das Spiel strategisch ausgemacht haben und die gar nicht da vorhanden sind. Ja, genauso wie Erdbeben nichts gegen Flugattacken oder Pokémon ausrichten können. Richtig. Ein Erdbeben und der ist oder normal. Oder normal, sorry, ja. Oder normal gegen Geist. Ja, ja oder Geist, ja. Es ist halt so. Und beim Pokémon Gameboy Spiel war das so, ja, und das ist jetzt aber nicht so. Also. Das ist halt meine Meinung. Aber wie gesagt, es ist ein Spiel, da teilen sich ja die Meinungen, aber genau. Ich bin mir sicher. Wir wollen auch nicht diese PvP-Liebhaber angreifen und sagen, dass sie keine Ahnung haben oder so, ja. Die mögen ja ihr Ding haben und mag auch sein, dass sie vielleicht was anderes sehen als wir, aber so sehen wir das halt. Oder ich. Ja, das war deren Meinung zu PvP. Ich meine, was kann man großartig zu PvP sagen? Er ist nicht der Knaller geworden, wie es alle erwartet hätten oder wie es alle gewollt hätten. Man beachte, dass deren ehrliche Meinung, denen sind die Klicks egal, denen ist die Auswirkung egal, denen sind eure Kommentare egal, denen ist Niantic egal. Das ist einfach deren ehrliche Meinung zu PvP. Ich habe ja das Video angesprochen, das Vergleichsvideo oder die Vergleichsreihe mit Jurassic World Alive und Stormy. Ja, das Tap-System ist halt nicht rundenbasierend. Rundenbasierend wäre besser gewesen. Aber ich glaube persönlich nicht, dass das der Grund ist, wieso PvP gescheitert ist. Es fehlt einfach der Anreiz, die Motivation, überhaupt PvP zu machen oder zu spielen. Ich glaube, mit dem richtigen System und der richtigen Motivation ist es egal, ob Tap-Tap oder rundenbasierend. Es könnte auch mit diesem Tap-Tap erfolgreich sein. Aber das ist halt gar nichts, gar keine Infrastruktur. Das ist einfach nur drei Kämpfe pro Tag. Schnappt eine Belohnung, die auch nicht besonders toll ist. Und dann noch ein Trainerkampf. Aber wir wollen PvP nicht immer nur schlecht reden. Ich meine, ich bin einer von denen, die am meisten profitieren würden, wenn PvP abgehen würde. Ich habe einen Kollegen angeschrieben, mit dem führen wir demnächst ein Interview. Schauen uns mal die Seite an von einem PvP-Liebhaber. Das ist der Max, der hat in München beide Silver-Turniere gewonnen. Boulder Cup und Twilight Cup. Ja, mit dem werden wir uns ein bisschen unterhalten. Die Seite von einem, der PvP mag und sich dafür interessiert, genauer beleuchten. Und uns da ein bisschen inspirieren lassen. Aber das war's erstmal von mir wieder, Leute. Immer liken, subscriben, kommentieren. Eure Meinung zu PvP unten in die Kommentare. Ansonsten folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.